Liebe Fit for Fun Community, ihr habt mich angeschrieben, wie ihr euren Bauch und Rücken besonders in Verletzungszeiten oder sogar im schlimmsten Falle bei Bandscheibenproblemen stärken könnt. Auch Olympiasieger haben hin und wieder Probleme mit genau den Arealen. Wir bemühen uns natürlich, so viel dafür zu tun, dass es überhaupt gar nicht erst zur Verletzung passiert. Sollte es doch passiert sein, ist der PC-Ball ein echter Freund, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Die erste Übung soll so ein bisschen auch der Erwärmung dienen. Wir heben den Ball aus dem unteren Bauchmuskel an. Dazu klemmen wir ihn zwischen die Beine, haben eine schöne Spannung zwischen den Beinen. Auch die Füße sind gespannt, der untere Bauch ist angespannt. Legen den Kopf ab und tipsen den Ball immer nur ein ganz klein wenig auf. Ihr werdet ziemlich schnell merken, dass wir hier eine schöne Spannung im unteren Bauchbereich erzeugen. Zweite Übung, der Stütz auf den Ball. Wir stützen auf den Ball, Blick zum Ball und wir halten diesen Stütz einfach nur. Wir halten ihn ungefähr für 20 Sekunden und das wiederholen wir 5-mal. Um unseren Rücken zu stärken, nutzen wir Übungsvariante 3. Wir legen uns in die Bauchlage, greifen den Ball seitlich, Füße sind aufgestellt, haben eine schöne Körperspannung und führen den Ball, soweit es geht, nach oben. Die Arme bleiben bei der Übungsausführung natürlich schön gestreckt. Die ganze Geschichte lässt sich auch sehr schön für den unteren Rückenbereich variieren. Dafür greifen wir den Ball diesmal nicht mit den Armen, sondern haben ihn fest zwischen die Beine eingeklemmt und führen den Ball ganz genau wie in der Ausführung mit den Armen, mit den gestreckten Beinen nach oben. Häufig können wir Rückenprobleme und Bauchprobleme sehr gut in den Griff bekommen, indem wir unsere seitlichen Areale unseres Rumpfes stärken. Dafür nutze ich sehr gern folgende PC-Ball-Übung. Körperspannung, Arme seitlich am Körper, Ball wird nach oben geführt und wir führen den Ball seitlich in Richtung Boden. Wichtig ist, dass der Ball den Boden nicht berührt, sprich unsere Beine kurz vor dem Boden abgebremst werden. Mit dem PC-Ball lässt sich sehr, sehr viel machen. Ihr müsst schauen, dass ihr eure Verletzung ganz genau kennt. Nicht ignorieren die Verletzung, besser einmal mehr zum Arzt gehen als einmal zu wenig. Lasst euch erklären, was genau das Problem ist und dann hilft euch der PC-Ball ganz langsam wieder an die Belastung heranzukommen, um dann später wieder bei den richtig schönen intensiven Workouts am Start zu sein.